Lifehacks für deinen Heimwerkeralltag. Aufgepasst! Wir biegen diesen Draht jetzt so zurecht, damit du daran etwas aufhängen kannst. Wir brauchen nur diesen Plastikdeckel. Danke! Schon kannst du deine Steckdose prima abdecken. Plastik rauf, Hitze an. Größe eines Dübels abgleichen? Check! Jetzt hast du immer die richtige Lochtiefe für deine Dübel. Für die nächste Idee müssen wir eine T-Form hier einsägen. Diese DIY-Konstruktion hilft dir, Bänder einfacher zu befestigen. Säge einmal hier rein, dann hier und noch einmal hier vorne rein. Eine praktische Hilfe zum Draht anbringen. Dieses Loch wird noch richtig praktisch, versprochen! Doch erstmal müssen wir die Schraube hier an diesem Holzgriff befestigen. Wenn du sie nun erhitzt, kannst du damit wunderbar löten. Alles, was du brauchst, sind ein Draht und eine Zange. Rolle die Enden des Drahts so ein. Super! Und rolle den Draht nun noch einmal in der Mitte ein, bevor du ihn so an der Wand befestigst. Perfekt! Hier durch die beiden Löcher kannst du ganz einfach ein Kabel durchstecken. Hast du das gesehen? Du willst deine Werkstattpfeile schützen? Wenn du das Plastik erhitzt, passt es optimal rauf. Sieh selbst! Einmal hier absägen bitte. Danke! Dann wird ein Winkel angebohrt. Schau nur, wie einfach du nun Linien im perfekten rechten Winkel einzeichnen kannst. Nanu, was passiert denn hier? Wird hier eine Schraube in einen Holzgriff gebohrt? Und wieso wird jetzt auch noch der Kopf entfernt? Einen Moment, das ist ja praktisch. Ein DIY-Schraubenschlüssel für schwer zugängliche Schrauben.